So, ich wollte euch zeigen, was genau die Symbiose macht. Ja, wie ich es schon angedeutet habe, wir können damit die Kontrolle über irgendeine Kreatur von uns übernehmen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal diesen Magier hier und dann schlüpfen wir in die First-Person-Ansicht und können hier einfach so durch unser Dungeon spazieren, könnten auch Feinde angreifen, wenn wir jetzt welche in Reichweite hätten. Können hier einfach mit unserem Stab zum Beispiel schlagen und wir können sogar einen Feuerballzauber abfeuern. Das ist echt einer der geilsten Zauber bei Dungeon Keeper und ist auch recht stark eigentlich. Also ist auf jeden Fall sehr lustig. Da ist die nächste Dunkelelfe gerade gekommen. Huch. Rein da mit dir ins Dingens. Da würde ich mal sagen, wir bauen hier oben gleich mal noch das Gold ab. Bauen hier gleich noch mal Schatzkammern hin. Ich werde erstmal die Ansicht so ein bisschen drehen. Also noch zwei, drei Imps herstellen. Das sollte dann reichen. Ich meine, wir haben zwar eh schon recht viel Gold, aber man kann ja nie genug haben, ne? Ach, da oben ist jetzt ein Heldenportal, sehe ich gerade. Also von hier könnten uns Helden angreifen. Das heißt, wir sollten so ein bisschen ein Auge drauf haben, was hier oben abgeht. Also ein paar Goblins wären eigentlich nicht schlecht, wenn wir nochmal so ein paar Goblins kriegen würden. Ja, noch eine Elfe. Okay, ab in den Trainingsraum mit dir. Ja, wir haben jetzt schon vier Elfen. Ich denke mal, das reicht auch, weil wir bräuchten echt mal so ein paar Nahkämpfer irgendwie, die blocken. Also wir haben jetzt die Zauberer und die Elfen, halt sechs Kreaturen insgesamt, die Fernkämpfer sind und nur zwei Trolle. Ah, und hier links ist auch noch ein Heilenportal, sehe ich gerade. Nicht schlecht. Oh, wir werden angegriffen. Na genau, hier vom Heldenportal aus. Ah, sollte kein Problem sein für unsere Kreaturen. Es sind nur zwei Zwerge. Der eine ist zwar schon Stufe 2, aber wir halten ja echt nicht viel aus, die Kleinen. Das war's schon. So, ab in den Trainingsraum mit euch. Ah, noch eine Elfe bekommen. Aber wir können Kreaturen auch wieder weggeben. Also ich will die Elfe will ich jetzt einfach nicht mehr haben. Aus dem Grund, weil wir noch ein paar Nahkämpfer brauchen. Jetzt kann ich die einfach hier so reinschmeißen. A dark elf has left your dungeon. A dark elf has become unhappy because she has no lair. Und ja, jetzt haben wir die Kreatur halt einfach rausgeschmissen. Hier unten ist auch noch mehr Gold. Macht schneller Imps.
Ah, hier gibt's einen magischen Gegenstand. Oh, wir werden angegriffen. I see you have discovered a magical item. Diesmal ist sogar schon ein Schurke dabei, aber das sollte uns keine Probleme bereiten. Denke ich doch mal. Ne, da liegen sie schon wieder alle. Ah ne, der Zwerg lebt noch. So. Jetzt liegen sie aber alle. So, was war denn das jetzt für ein Gegenstand? Ah, damit erhöht sich die Stufe unserer Kreaturen um ein Level. Ich überlege jetzt, ob wir das jetzt schon einsetzen oder noch ein bisschen warten, bis unsere Kreaturen... Weil noch können sie leveln im Trainingsraum. It is payday. Ah, und es gibt das erste Mal Zahltag auch in diesem Level. Denn die ersten drei Level war es bisher nicht so, aber unsere Kreatur muss noch bezahlt werden. Hier oben seht ihr, das blinkt jetzt minus 5000, stand da. Und ja, jede Kreatur, die wir in unserem Dungeon haben, möchte halt auch bezahlt werden. Also die arbeiten hier nicht für Lau oder für Ruhm und Ehre oder sowas, sondern geldgeile Säcke. Oh, und da na, standen wir genau rechtzeitig, dass wir hier wieder den nächsten Angriff gesehen haben. Mal ein bisschen unterstützen die Kreaturen. Da liegen sie wieder alle. Ja, Stufe 3, 2. Da ist noch keiner 4, also es wäre jetzt Verschwendung, wenn wir das Item jetzt schon benutzen würden. Deswegen werde ich noch ein bisschen warten damit. Hier ist auch noch Gold. Your treasury is too small. Hier führt auch noch ein Weg lang. Mal gucken, ob da noch irgendwas ist. Na, hier ist schon der nächste magische Gegenstand. Der auch wieder die Stufe der Kreaturen erhöht. Sehr schön, sehr schön. Inzwischen hat sich doch noch eine fünfte schwarze Elfe bei uns eingeschlichen. Die hier oben am Patrouillieren ist, war ja klar. Einmal in den Trainingsraum packen. Ich bin jetzt gerade am überlegen, was wir als nächstes machen werden. Wir könnten uns entweder hier oben durchgraben, oder wir könnten mal gucken, was hier hinter der Mauer ist. Ich würde mal sagen, wir werden hier gleich mal angreifen. Aber das machen wir dann am besten im nächsten Part, weil ich glaube, ich habe jetzt die 10 Minuten schon wieder fast voll bekommen. Und, ach scheiße, jetzt werden wir hier noch angegriffen. Oh. Also sind sogar schon bis jetzt in den Dungeon Herzen gekommen. Okay, die waren jetzt keine Gefahr für... Oh Mann. Okay, jetzt werden wir von allen Seiten angegriffen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, dann hätten wir es jetzt auch geschafft. Okay,
Okay, dann würde ich jetzt sagen, ich speichere an dieser Stelle und wir sehen uns dann gleich im nächsten Part. Bis dann.